I am the Jochenen, das ist der Frühsport für Dienstag, den 4. Juni 2024. Schönen guten Morgen. Tennis läuft noch bei den French Open. Die Night Session wird wirklich jetzt eine Night Session. Zwischen Alexander Zverev und Holger Rune geht noch eine Weile, habe ich so das Gefühl. Die sind im vierten Satz. Rune führt 2-1 in Sätzen. Dafür allerdings jetzt Zverev im vierten Satz vorne. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Ich will jetzt aber nicht länger warten, bis die fertig sind. Wir werden es erfahren, wie es ausgegangen ist. Vielleicht schreibe ich es am Ende in den Videotitel rein, wenn die bis dahin dann fertig sind. Ansonsten erzähle ich euch morgen, wie es ausgegangen ist. Wer hier ins Viertelfinale eingezogen ist. Am Nachmittag haben es schon einige andere geschafft. Djokovic hat auch 5 Sätze gebraucht gegen Cerundolo, um sich durchzusetzen. Alex de Minaur gewinnt gegen Medvedev. Vielleicht ein bisschen überraschend. Dann habe ich noch Kaspar Ruud, der hat sich gegen Taylor Fritz durchgesetzt. Bei den Frauen Rybakina. Recht klar. Gegen Svitolina durchgekommen. Sabalenka setzt sich gegen Navarro durch. Das so ein paar Ergebnisse noch von den Damen. Da haben wir im Doppel noch ein bisschen was. Kravitz-Pützen raus gegen Arevalo Pavic. Ebenso wie Siegemund Krejcikova. Die sind auch draußen gegen Olmos Panova. Also zwei deutsche Hoffnungen hier auch draußen. Dafür aber Kato Pütz im Mixed weitergekommen. Und dann schauen wir mal auf das Programm von heute. Es geht nämlich wieder los um 11 und das Ganze ab jetzt aber nur noch auf Eurosport 1. Ne? Es sind jetzt die Zeiten, wo nicht mehr auf 2 Parallelsendern übertragen wird, nur noch Eurosport 1 überträgt. Und wir starten mit den Damen. Das ist jetzt alles Viertelfinale. Wir beginnen mit Goff gegen Jabeur um 11. Dann gibt es Zvertek gegen Vondrousova. Und dann haben wir bei den Herren Dimitrov gegen Sinner. Und am Abend dann in der Night Session dann Tsitsipas gegen Alcaraz. Auch das nicht uninteressant. Im Doppel dann im Mixed-Doppel genauer gesagt, Kato Pütz und Siegemund Roger Vasselin. Die spielen noch, das sind die letzten beiden verbliebenen Deutschen neben Zverev, der ja vielleicht jetzt, wenn ihr das Video seht, gar nicht mehr dabei ist. Also das könnt ihr auch noch gucken heute. Eurosport 1 wird euch da durch den Tag begleiten. Und dann gucken wir mal, wer die ersten Halbfinalisten in den diversen Wettbewerben sind. So ist es. Okay, das zum Tennis. Dann geht es weiter mit dem Blick zum Fußball kurz. Deutschland-Ukraine gestern 0-0 im Testspiel, nicht weiter der Rede wert. Heute gibt es ein Spiel der Frauen und zwar Europameisterschaftsqualifikation in Polen. 18 Uhr geht's los und wir sind gespannt, wie das ausgehen wird, wer sich da am Ende durchsetzen wird, ob die deutschen Damen es wieder hinkriegen. Das Spiel gibt es live im Stream ab 18 Uhr im Ersten. Es gibt es aber auch im Fernsehen zu sehen im Rahmen der Sportschau. Also heute im Ersten das Ding. Dazu noch eine Menge weitere Freundschaftsspiele für die Euro. Wir haben zum Beispiel auf RTL heute Italien gegen Türkei. Sicherlich durchaus reizvoll. Das gibt es auch bei The Zone. Da gibt es auch noch weitere Spiele. Schon Nachmittag 15 Uhr Rumänien, Bulgarien und so weiter. Ein buntes Programm zusammengestrickt hier. Auf The Zone könnt ihr gerne noch ein bisschen reinschauen. Da gibt es dann eben noch mehr Testspiele. Wir schauen mal in die USA. Da ist Folgendes passiert. In den Playoffs der NHL haben sich die Edmonton Oilers durchgesetzt gegen die Dallas Stars. Und damit sind die Jungs von und um Leon Dreiseitel in die NBA Finals eingezogen. Und dort trifft Edmonton jetzt auf die Florida Panthers. Ist so ein bisschen Überraschungsfinale. Ich glaube, niemand hätte sich gewundert, wenn die New York Rangers gegen die Dallas Stars da jetzt gespielt hätten. Aber nein, es sollte anders kommen. Also die Panthers und die Oilers treffen sich da jetzt ab dem Wochenende. Und mal gespannt, wer hier am Ende den Stanley Cup für sich dann entscheiden kann. Dann gucken wir auf die Basketball-Bundesliga. Da geht es heute Abend auch weiter, um 18.30 Uhr nämlich, mit dem nächsten Spiel zwischen Chemnitz und Alba Berlin. Es führt Chemnitz 2-1 hier in der Serie. Das heißt, einen Sieg brauchen sie heute noch. Dann haben sie Alba rausgeschmissen und stünden im Finale gegen die Bayern. 18.30 Uhr, Dein Sports ist die Anlaufstelle und ich glaube nicht im Free-TV, wenn ich es nicht übersehen habe. Vielleicht, wenn jemand was sieht, schreibt in die Kommentare rein. Ansonsten Dein Sports oder Frühsport morgen gucken. Ich werde euch natürlich verraten, wie es ausgegangen ist, ganz klar. Das kann ich jetzt auch schon tun für die Volleyball Nations League. Da haben die deutschen Frauen das letzte Spiel gegen Bulgarien gewonnen, aber die Olympia-Qualifikation, das wird trotzdem nichts mehr. Also realistisch bleiben bitte. Das war nochmal ein schöner Sieg jetzt gegen Bulgarien. Ja, es kommen nochmal 4 Spiele in der nächsten Woche dann, aber der Rückstand ist sehr, sehr groß jetzt auf Niederlande und Kanada, weil die ja dann wirklich doch kontinuierlich auch wieder mal gewonnen haben zwischendrin. Das wird nichts mehr wert. Ich habe es jetzt so für mich abgehakt, als wird nicht klappen. Morgen ist Olympia-Special übrigens, da werde ich das dann nochmal wiederholen in derselben Eventualität wie gerade eben.
auch wenn es rein rechnerisch vielleicht noch möglich wäre. Jetzt sind die Männer wieder dran. Die spielen in der Nacht jetzt auf Dienstag gerade gegen Brasilien um 5 Uhr in der Nations League. Dann geht es weitere Spiele über den Tag verteilt. Live alles auf Volleyball World, wenn ihr das gucken wollt, gegen Abo und so weiter, wisst ihr Bescheid. Wir schauen zur Dauphiné-Rundfahrt. Da gab es gestern auf der zweiten Etappe einen Sieg von Magnus Cort Nielsen aus Dänemark. Herzlichen Glückwunsch dazu. Der hat damit auch die Gesamtwertung erstmal übernommen vor Primoz Roglic. 4 Sekunden und weitere 2 Sekunden hintendran Matteo Jorgensen aus den USA. Das ist momentan hier das Top-Klassement. Heute geht es weiter mit einer schönen Bergetappe. Und ab sofort, da ja eben Tennis nur noch auf Eurosport 1 läuft, ist Eurosport 2 für den Rest der Woche frei und kann dann auch genutzt werden, um dieses schöne Radrennen zu zeigen. Los geht's heute um 14:45 mit der Übertragung auf Eurosport 2. Die Etappe startet natürlich schon früher, die fangen um 12:30 schon an zu fahren, aber ab 14:45 geht Eurosport 2 dann auf Sendung. Und da sind wir mal gespannt, wie es da den Deutschen und der Deutschen gar nicht so viel am Start, aber den anderen auch ergeht hier, wenn es auf die Berge hochgeht. Mal sehen, wer da am Schluss die Nase vorn haben wird. Ich klicke jetzt gerade nochmal hier so durch, aber das war's schon. Ja, ist noch eine entspannte Woche, bevor es dann halt so richtig rund geht hier mit Europameisterschaft ab Ende der nächsten Woche. Viel Tennis heute und dann am Abend, wie gesagt, ein bisschen Fußballtestspiele, wenn ihr wollt, gerne gucken. Und Frauen-EM-Qualifikation, am Nachmittag noch ein bisschen Radfahren. Und heute Abend noch Basketball-Bundesliga. Ich glaube, da kann man sich einen netten Tag zusammenbauen. Das war's von mir aus für heute. Wenn ihr Lust habt, gerne morgen wieder reinschaut. Dann Olympia-Special. Heute ist die Nominierungsrunde, die nächste vom DOSB. Ich erzähle euch morgen, wer da nominiert wurde und damit also nach Paris fahren darf. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Das muss ich ein bisschen perfektionieren. Wenn ihr wieder mit dabei wärt. Ich bin zufrieden. Bis morgen.